Diese Zauberkugel hier habt ihr schon gesehen, oder? Falls nicht, dann habt ihr leider definitiv was verpasst, denn das hier ist der Flynova Pro, das beste Gadget seit langem. Wir haben ihn schon seit mehreren Monaten im Büro und zeigen euch jetzt mal, was man damit eigentlich so machen kann. Ihr habt es vielleicht schon bei uns in der Gadget-Gönnung gesehen, den Flynova Pro, den Tim und Tim ausgepackt hatten. Und vielleicht habt ihr da schon gemerkt, dass das auf jeden Fall eine Menge Spaß macht. Und jetzt gibt es mal ein paar Langzeiterfahrungen dazu. So sieht das ganze Ding ausgepackt aus. Ich habe hier aber natürlich auch noch eine Verpackung. Wir können ein kleines Unboxing für euch aufnehmen, falls ihr nämlich die 30 Euro nicht selber ausgeben wollt, was eine schlechte Entscheidung für mich wäre, wenn ich es böse sagen möchte. Denn das ist echt cool. Aber wenn ihr das für 30 Euro bei Kickstarter unterstützen möchtet, dann bekommt ihr hier so ein cooles Paket, was sich schon mal gut öffnet. Und dann ist da drin eigentlich nur diese Kugel hier. Und ein Micro-USB-Kabel, das ist schon ein leichter Kritikpunkt. Micro-USB, ey, come on, wir haben 2021. USB-C wäre nice gewesen, aber das ist vielleicht Optimierungspotenzial für den nächsten Flynova Pro. Aber man merkt schon an der gesamten Verpackung, dass es etwas ja, in die Richtung von Spielzeug geht, würde ich sagen. Wir haben hier Kinder mit auf der Verpackung. Hier steht auch ab 6 Jahren geeignet. Hier wird mit den LED-Lichtern beworben. Das ist ein Feature. 360-Grad drehbar steht hier drauf. USB steht hier drauf. Und es kann wie ein Boomerang benutzt werden. Das zeige ich auch gleich. Wir haben hier auch schon die verschiedenen Farben. Wir haben hier, habt ihr gerade gesehen, dieses Lila. Wir haben hier dieses Blau und wir haben auch noch Rot. Also wenn man die beiden kombiniert, kriegt man den hier raus quasi. Ich muss sagen, ich glaube, ich tendiere zur blauen Version, obwohl die auch ganz cool ist. Rot ist nicht so ganz mein Fall, aber das ist echt sekundär. Kann man sich dann aussuchen, welche Farbe man haben möchte. Was ist das denn jetzt überhaupt? Flynova, also der Hersteller, der hier draufsteht, der bezeichnet das als the most tricked out flying spinner. Also den am trickreichsten Flug. Spinner, so ein bisschen wie ein Fidget Spinner, der aber fliegen kann. Und der Pro, ihr könnt es vielleicht schon erahnen am Namen, ist nicht der erste der Reihe. Es gibt auch noch den normalen Flynova. Das ist so eine UFO-Form. Die hatten wir auch kurz hier. Die hat aber nicht ganz so viel Spaß gemacht, wie wir finden. Das war die erste Generation. Aber der Pro ist da schon deutlich cooler, wie wir finden. Und mit dem kann man ganz schön viele verschiedene Sachen machen. So sieht das ganze Ding aus. Wenn ihr das anschalten und benutzen wollt, dann müsst ihr hier oben drauf drücken. Ihr seht das hier vielleicht. Hier ist ein ganz kleiner Pin. Das ist schon ein erster Kritikpunkt, der ist echt gar nicht so leicht zu erreichen. Der hätte vielleicht auch ein bisschen größer sein können. Da muss man teilweise mit dem Fingernagel hier durch und man muss das teilweise so richtig positionieren, weil manchmal versteckt sich es genau hier unter der Strebe. Da muss man so ein bisschen wackeln und drehen und dann kommt man dahin. Da ist der Micro-USB-Port und wir sehen hier schon den Hinweis ab. Also das hier, diese Seite muss oben sein. Wenn ich jetzt drauf drücke, dann gehen hier die LEDs an. Hier an der Seite da drin quasi ist ein LED-Streifen. Der blinkt dann blau und rot abwechselnd und gleich, wenn ich das anmache, dadurch, dass sich das dann rotiert da drin, entsteht so ein cooler LED-Effekt. Das Ganze mache ich dann an, indem ich es schüttel und dann geht es auch schon los. Oh, das ist jetzt wahrscheinlich mega laut, aber egal. Und dann kann ich das zum Beispiel so balancieren. So kann ich machen. Man kann es aber, und das macht am meisten Spaß, ein bisschen wie ja, Ballwerfen früher ganz klassisch machen. Und man kann die Sachen, man kann den halt einfach wegwerfen. Indem ich den einfach in die Richtung neige, wo er hin soll, aber dabei gerade lasse. Man darf nicht zu weit, weil sonst geht er nach unten, ein bisschen hoch und dann sieht das so aus. Das kann man halt echt auf Distanz machen. So locker 10, 15 Meter sind kein Problem. Wir haben das hier massenweise im Büro gespielt. Wir haben hier so genug Distanz auf jeden Fall. Der wird auch tendenziell noch ein bisschen weiter fliegen. Also einfach zielen, loslassen. Man muss gar nicht irgendwie Wucht dahinter legen oder so. Und dann erstmal ein bisschen üben. Dann kriegt man die Flugrichtung hin und dann kann man sich das da hin und her werfen. Das macht allein schon so mega Spaß, weil es man kriegt die ersten Würfe erst nicht so hin. Man hat so eine kleine Lernkurve und dann ist es aber relativ leicht zu lernen. Es ist aber schwierig zu meistern, denn man kann das auch ein bisschen trickreicher machen und den werfen. Also so habe ich ja gerade gezeigt, dass ich den dann so halte und dann geht der ganz geradeaus. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel eine Art Kurve werfen möchte, dann muss ich hier mit dem Up mich orientieren und den zum Beispiel dann nach leicht links drehen und dann aber trotzdem gerade werfen, dann kriegt man auch so eine Kurve hin. Ich wollte euch das unbedingt auf jeden Fall präsentieren, weil das so viel Bock macht. Man kann auch andere Tricks machen, man kann auch einen Boomerang machen. Mal gucken, ob ich es live demonstriert kriege. Dadurch kann ich, wenn ich einfach den zu mir lenke und den dann wegwerfe, dann kommt er halt wieder. Und das kann man natürlich so ein bisschen mehr auf Distanz machen. Wie gesagt, Übung macht da auf jeden Fall den Meister. Da kann man eine Menge Spaß mit haben. Die ganzen Trickwürfe. Der Kreativität sind da fast keine Grenzen gesetzt. Es gibt dann hier noch diesen Zauberstab. Da fühle ich mich immer mega cool mit. So ein bisschen Harry Potter-mäßig.
aber leider kann man damit kein Wingardium Leviosa machen, nicht so ganz zumindest, denn es ist halt immerhin magnetisch. Das heißt, man kann es halt so befestigen und wenn man dann hier auf den Knopf drückt, dann kann man die Farben ändern. Das macht aber, finde ich, jetzt nicht so den wichtigen Unterschied in der Praxis und das dann so ein bisschen so selbst irgendwie nur so zu balancieren. Man kann damit ein bisschen rumtricksen, aber das ist nicht der Spaß hinter dem Flynova, sondern gerade das Zusammenspielen. Man kann es vor allen Dingen halt auch gut drin machen, denn das Ding, auch wenn da so ein bisschen Power hinter ist, es kann eigentlich nicht viel zerstören. Klar, wenn es mal gegen Glas kommt und das steht direkt an der Tischkante, dann kann es natürlich sein, dass es umfällt. Aber an sich ist das halt relativ harmlos. Denn, und das ist gleichzeitig auch einer der größten Kritikpunkte, das ist sehr, sehr billig verarbeitet. Ihr seht es vielleicht schon selbst hier, das ist wirklich ganz, ganz dünner Kunststoff, der hier benutzt wird. Das sind halt so ganz feine Streben hier, die sind sehr dünn und die können schnell kaputt gehen. Das kann man am besten an diesem Exemplar hier sehen. Das hat schon ordentlich gelitten. Guckt mal hier. Hier sind schon ganz viele Streben kaputt. Viele brechen halt, wobei mir aufgefallen ist, die brechen gar nicht unbedingt beim Kontakt mit der Wand oder so. Das ist nicht unbedingt das Problem. Das ist eher für Leute, die da gerade mit anfangen und den dann fangen wollen und dann zu feste zugreifen. Da bricht das eher. Aber auch wenn gefühlt die Hälfte aller Streben kaputt sind, es fliegt trotzdem und es ändert nichts am Spielspaß. Das Einzige, was hier ein bisschen schade ist, ist, dass das LED-Band, das ist halt auch nicht so super verarbeitet, dass das erst gerissen ist und dann flog das halt die ganze Zeit mit dem Rotorblatt quasi mit einher und ja, dann mussten wir das halt selber mit der Schere kaputt schneiden, weil das dann nur noch genervt hat und ein komisches Geräusch gemacht hat und ein bisschen die Fluglaufbahn beeinträchtigt hat. Von daher haben wir das rausgeschnitten. Ich meine, LEDs sind cool, aber jetzt auch nicht zwingend notwendig für den Spielspaß. Das Ding hält jetzt schon echt ein paar Monate durch. Allerdings muss man wirklich sagen, 30 Euro, der Materialwert, der kommt überhaupt nicht hin. Das fühlt sich echt an wie so ein 3 Euro Kirmes-Gadget und schon da hat man dann das Gefühl, man wurde ein bisschen übers Ohr gezogen. Aber der Spielspaß, der daraus resultiert, der ist wirklich ungemein hoch. Das kann ich nicht anders sagen. Und das kann hier jeder bestätigen, also jeder hier im Büro, nicht mal nur im CG-Büro, sondern die Leute aus der IT und so weiter, ist mal eben zum Kleinkind wieder geworden. Manche haben sich das auch selber bestellt von denen oder für ihre Kinder oder whatever. Auch wenn das Ding halb kaputt ist, es fliegt noch wie am ersten Tag und es macht wirklich, wirklich Laune. Es bleibt hier im Büro. Wir haben noch so viele nachgeordert. Wir hatten insgesamt, glaube ich, 6 oder so in den verschiedenen Farben. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass man den Zauberstab braucht, auch die 30 Euro. Da muss man natürlich zweimal überlegen, aber gerade als Spielzeug für Kinder, aber auch für Erwachsene, für zu Hause, um einfach mal sich zu beschäftigen, ist das schon mega gut. Ich glaube, mittlerweile gibt es das bei Amazon. Es gibt aber auch viele Fakes. Schaut da auf jeden Fall dann ganz genau auf die Bewertungen und den Händler und so weiter. Kauflinks sind natürlich auch bei uns unten hier in dem Artikel zu unserem, in unserem Testartikel zum Flynova Pro verlinkt. Ihr könnt ja mal gern in die Kommentare schreiben, ob ihr ihn vielleicht selber schon habt. Ihr habt sicherlich schon mitbekommen, vielleicht auch auf unserem Instagram-Kanal. Von daher schreibt mal, wie euer mittlerweile aussieht und ob ihr noch damit spielt, ob ihr Spaß damit habt, würde mich mal interessieren. Ansonsten geht's hier rüber. Ich verlinke euch nochmal die Gadget-Gönnung hier, damit ihr euch das Video auch noch angucken könnt. Da gab es ja noch ein paar andere coole Videos. Vergesst nicht, China Gadgets, den YouTube-Kanal zu abonnieren, ist weiterhin kostenlos und würde uns auf jeden Fall supporten. Das war's von mir für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!